Hey Leute und willkommen zu einem neuen Projekt auf meinem Kanal FIFA 21. Ich freue mich, es ist endlich draußen und wir werden loslegen mit einigen coolen Projekten. Zum einen eine Trainerkarriere, das wird heute auf meinem Kanal auch noch online kommen. Ja, Verein bleibt noch top secret, bin ich mal gespannt, wie euch das Ganze gefällt. Und jetzt starten wir eine Spielerkarriere bei Greuther Fürth, bei meinem Herzensverein. Ja, ich habe das Trikot jetzt leider nicht an gerade, aber beim nächsten Mal. Ich habe ja auch Greenscreen, deswegen das passt nicht ganz zusammen dann. aber an sich freue ich mich einfach jetzt mit Greuther Fürth dieses Jahr keine Trainerkarriere zu machen, sondern eine Spielerkarriere. Ja, ich würde ja gerne in echt auch bei Greuther Fürth als Spieler anfangen. Wird wahrscheinlich nur wegen meinen Skills nicht ganz klappen. Ja, FIFA 21 ist nicht das Einzige, was gerade für mich neu ist. Nein, ich bin gerade umgezogen und bin jetzt in meiner eigenen Wohnung und fange jetzt hier das Studieren an. Ich freue mich einfach. Ihr könnt mich da gerne auf Instagram oder auf meinem Zweitkanal, den verlinke ich euch mal rechts oben beim i, verfolgen. Da kommen Real-Life-Videos, da kommen Vlogs, da kommen einige coole Sachen. Da kommt, ich glaube, morgen sogar ein Video, wo ich bei einem Entwicklerstudio zu Gast bin, wo man ein paar coole Sachen sieht, ein bisschen coole Eindrücke. Also da unbedingt mal vorbeischauen bei meinem Zweitkanal. Da könnt ihr mich aber so ein bisschen verfolgen, wie so alles gelaufen ist mit dem Umzug. Es hallt hier drin noch ein bisschen, vielleicht hört man das auch raus. Ich hoffe, dass ich das ganz gut unterdrücken kann und dass es passt. Ein paar Sachen werden hier noch verändert von der Technik her, aber FIFA 21, da müssen wir direkt rein starten, deswegen machen wir das jetzt auch. So, da ich ja wie gesagt habe, dass ich auch gerne in echt bei Greuther Fürth spielen würde, erstellen wir meinen Charakter auch so ein bisschen wie mich in echt quasi. 2002 geboren, 20. Mai, meine Lieblingsnummer die 11 und ja, Michael Mike, wie auch schon auf dem zweiten Kanal, mein Name, richtig geil. Und meine Position ist offensiver Mittelfeldspieler, also so ein Zehner vielleicht, das fände ich ganz geil. Mal gucken, wo mich der Trainer da einsetzt. Es gibt ja so ein neues Feature, dass der Trainer einen irgendwie durchmixt und da und hier und dort irgendwo einwechselt. Ich habe keine Ahnung. Ich habe meinen Spieler erstellt, bin damit durch und jetzt habe ich ja gesagt, gehen wir zu meinem Herzensverein, zu dem Kleeblatt Greuther Fürth. Wenn da Fans da draußen sind, seid gegrüßt. Bin wie gesagt gerade umgezogen, aber ansonsten ich habe es immer noch hier drin. So, da sehen wir schon das Willkommensvideo, wie ich ein bisschen den Affen mache. 18-jähriger Michael Mike kommt und hat hoffentlich, ich hoffe, dass ich hier weiterhelfen kann. Also, so, ich kann mal ein bisschen Training einstellen, das ist nämlich ganz wichtig, schon direkt am Anfang. Ja, und mehr wie 4 geht, glaube ich, gar nicht und wir simulieren das alles. Ich glaube, man erzielt jetzt immer ein D. Außer man trainiert besser, dann erzielt man quasi immer diese bessere Note. Das ist ja so ein bisschen neues Feature, sag ich mal. Ja, wir gucken mal ganz kurz rein. Das ist Saisonziele, Liga-Erwartung, die wir vom Trainer bekommen haben. Also ich muss ungefähr eine 6,0er Bewertung erhalten. Das ist in Ordnung, das schaffen wir hoffentlich. Ja, eine 65% Quote bei angekommenen Pässen wird schwierig. 30 Chancen herausspielen wird auch krass. Und 5 Toren beteiligt zu sein, das kriegen wir, denke ich, definitiv hin. Ich hoffe, dass ich schon 5 schieße und dann noch 5 vorlege oder so. Das wäre mein persönliches Ziel. So, jetzt ist hier irgendwie so ein komisches Vorbereitungsturnier, Vorbereitungsspiele da mit drin. Aber die schenken wir uns. Wir springen zum 24. zu dem Wochenende, wo quasi die Bundesliga startet. Wir haben sogar alle 3 verloren, perfekt. Am 24. startet hier die Bundesliga, die Liga. Und am Sonntag dürfen auch wir ran. Ich bin sehr gespannt. Falls sich die Karriere gefällt, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Ich würde mal sagen, so 60 Likes, wenn wir das packen würden auf diese Folge. Das wäre richtig, richtig nice. Also haut mal raus, was ihr könnt und dann schauen wir mal, wie euch das Ganze gefällt. Dementsprechend würde ich natürlich dann hier auch weitermachen oder eben nicht. Also wenn euch das Ganze nicht gefällt, wenn ihr nicht liked und so, dann werde ich die Karriere wahrscheinlich sogar auch beenden. 67er Bewertung haben wir übrigens und ja, wir stehen tatsächlich sogar in der Startformation. Ja, und da ist schon das, was ich angesprochen habe. Der Trainer mixt immer mal wieder durch. ZOM, meine Rolle, die ich haben wollte. Jetzt spiele ich ZDM, also defensives Mittelfeld anstatt offensiv. Ich hoffe, dass ich mit der Rolle zurechtkomme. Erstes Spiel, Greuther Fürth zu Hause gegen Sandhausen. Und ich freue mich, das wird cool. Ja, es regnet, aber im Hintergrund hören wir schon die coole Musik, die coole Kulisse und auch den Stadionsprecher. Ich feiere das, richtig.
feiere das richtig. Wir haben auch die Original-Bandenwerbung jetzt. Ja, Sparkasse Fürth, BVUK, Thomas Sommer, bla bla bla. Ist alles mit dabei. Diese ganzen Ansagen finde ich total geil. Richtig, richtig nice. Boah, da rutsche ich schon vorbei. Also der Regen und die Rolle als ZDM. Schwierig. Und jetzt in der Mitte Harvard Nielsen. Yes! Wie geil! Wie geil ist das denn? Eins zu null. Hier habe ich den Pass rausgespielt. Dann gibt es nochmal zwei in die Mitte. Und wir führen. Die Fans gehen ab. Und der Stadionsprecher kommt auch. Sauger, ich finde das so nice. So, wir sind ja eigentlich, was, schlechter Versuch. Zieht er mir direkt eine Bewertung ab. Alter, lol, FIFA ist so krass. Direkt erstmal Minus bekommen. Leute, und wer übrigens neu auf meinem Kanal ist und das hier gefällt, was er gerade hier sieht, der kann super, super gerne ein Abo dalassen. Wir sind ja gerade auf dem Weg zu 4400, eine schöne Zahl. Oh, schöne Balleroberung auch. Also gerne mal ein Abo da lassen. Wie gesagt, heute kommen ja noch Trainerkarriere, bla bla bla. Wird noch ein paar coole Projekte auf dem Kanal geben. Wenn ihr nichts verpassen wollt, dann nicht nur beim Zweikanal, sondern auch auf diesem Kanal abonnieren. Und da ist Sebastian Ernst. 2 zu 0 in der 43. Spielminute. Ich bin es gewohnt, so richtig rumzuschreien. Ich muss mich aufpassen in dieser neuen Wohnung. Saugeil. Was ist hier denn los? Den hätte der Torwart auch haben können. Hat er nicht. 43. Spielminute. Hätte das für den echt mal gemacht. Das wäre ziemlich geil gewesen. Also ich habe den 9,2. 9,3 jetzt. Es gibt Elfmeter. Wegen Hand, glaube ich. Jetzt hoffentlich war das auch wirklich Hand. Also man hat nicht wirklich viel gesehen. Das ist natürlich ein bisschen unfair jetzt. Ich habe es testweise mal angemacht, weil es hieß, dass es wieder gut funktioniert. Schauen wir mal, Hrgota. Der Torwart hält ihn. Na, immerhin. Ich habe jetzt schon ein bisschen ein schlechtes Gewissen gehabt. Aber der Torwart hält ihn. Schade, dass wir ihn vergeben haben. 3-0 wäre natürlich sicherlich perfekt gewesen hier. Aber der Spieler war echt unberechtigt, so wie ich das gesehen habe. 2-0 zur Halbzeit. Extrem, extrem gutes Ergebnis. Und Nürnberg liegt auch noch zurück. Ja, ich habe wirklich nichts gegen Nürnberg-Fans oder so. Alles, alles gut. Aber finde ich trotzdem nice. Oh, was ist das denn? 3-0 gegen Sandhausen. Fürth ist am Eskalieren. Und Harvard Nielsen mit seinem Doppelpack. Ist das geil. Einen besseren Beginn in die Liga hätte ich mir nicht vorstellen können. Das gibt's doch nicht. Wunderbar. Vladimir Gotha geht vom Feld, Jamie Leveling kommt. Wir bleiben weiterhin drauf, haben eine sehr gute Bewertung, ja. Saugeil. Und da bin ich. Oh, ein Krieg für schlechter Versuch, erstmal wieder Abzug. Und jetzt bin nochmal ich vorm Tor, aber das war wirklich ein schlechter Versuch. Eieiei. Fans haben Bock, das klingt richtig, richtig gut. 75. Spielminute, 13-0. Kann ich mir schon vorstellen, dass es gut klingt. Ich war sogar mal beim Spiel gegen Sandhausen drin, wo Fürth 4-1 gewonnen hat.
Das würde ich hier auch mitnehmen. Ich schicke Harvard Nielsen auf die Reise zu seinem Dreierpack und er macht ihn. Und ich habe einen Scorerpunkt, eine Torvorlage und eine 10,0er Bewertung. Was ist das bitte für ein erstes Spiel? Was ist das bitte für ein erstes Spiel? Ja, ich vermisse das schon ziemlich. Sehr schöner Zweikampf. Damit ist es vorbei. Schluss aus Ende. Was für ein Einstand. 14-0, eine 10,0er Bewertung. Und schon in den ersten Scorerpunkt. Und ich durfte 90 Minuten durchspielen. Also das ist doch wirklich eine Glanzleistung für einen neuen Spieler, den sich Fürth geholt hat. Alle Infos zu unseren Fanclubs finden Sie natürlich auf der Internetseite. Werden auch Sie Mitglied, unterstützen Sie uns, sorgen Sie für Stimmung. Vielen Dank. Ja, sehe ich genauso. Das Stadion ist halb voll, zumindest aktuell. Mal schauen, ob sich das jetzt wieder ganz füllt. Aber warum könnten die das nicht immer so machen, dass es nicht ganz voll ist? Es sah gerade so cool aus. Und naja, wir spielen gegen Würzburg. Hat da nicht ein Spiel gefehlt? Hat Fürth nicht... Ist der zweite Spieltag gegen Würzburg? Nee, bin ich gerade dumm. Die haben doch gegen Aue noch gespielt. Wo ist das Spiel gegen Aue hin, hä? Aber egal, wir spielen gegen die Würzburger Kickers. Ja, ist ja quasi Nachbarverein, fühle ich auf jeden Fall. Ich bin gespannt. Wir spielen wieder die gleiche Position. Und jetzt halt auf Legende, eine Minute weniger pro Halbzeit, aber... Das ist Nielsen egal. Was ist denn mit Harvard Nielsen los? Alter, was ist denn bei dem falsch? Und da ist wieder eine Vorlage. Torvorlage, 16. Spielminute, Julian Green 2-0. Bin mal gespannt, ob das wirklich so ist. Ich glaube, das Spiel gegen Würzburg müsste sogar irgendwie übermorgen sein. Heute ist Freitag, am Sonntag glaube ich tatsächlich. Halbzeit. 2-0 das Ergebnis. Die erste Anfangsviertelstunde haben wir wirklich Würzburg, den Aufsteiger, sehr, sehr früh und schnell überrascht und überrumpelt. Und ja, ansonsten wieder toll gemacht, eine 8,9. Also es läuft extrem gut, muss ich echt sagen. Stellen wir auf jeden Fall nochmal eins runter. Oh, Sascha Burchardt. Starke Parade, Würzburg in der zweiten Hälfte schon besser, definitiv. Und jetzt die Chance für Würzburg und der Ball ist drinnen. Anschluss in der 72. 1-2. Wahnsinn. Fürth lässt sich da hinten einfach ausspielen, Burchardt wird überlupft, kommt zu weit raus und alles in allem nicht gut gemacht. Und damit der Anschlusstreffer. Oh, ich werde ausgewechselt. Bei Würzburg und bei Fürth. Ne, wir simulieren den Rest jetzt einfach mal. Bin mal gespannt, was hier noch passiert. Passiert noch was? Oder war es das? Ah ne, es ist vorbei jetzt einfach. Okay, es ist beim 1-2 geblieben. Boah, und das nächste Spiel ist ein Pokalspiel. Tatsächlich, Pokal gegen Wien Wiesbaden. So, Wien Wiesbaden im Pokal. Und ich hoffe, dass es jetzt wieder genauso gut läuft. Ja, Harvard Nielsen müssen wir immer anspielen, habe ich jetzt gemerkt. Er hat Bock. Und da ist Sascha Burchardt dran. Wahnsinn. Der sieht überhaupt nicht aus wie ein echt, aber er ist an diesem Ball dran. Und damit gibt es eine Ecke und kein 1-0 für Wiesbaden. Fürth tut sich im Pokal ja, naja, nicht immer, aber oft schwer. Ja, die haben gegen Weinerzer Hagen oder was auch immer es war nur in der Verlängerung und da die irgendwie geschwächt waren, gewinnen können. Aber hier Branimir Hrgota
Ja, einer meiner Lieblingsspieler bei Greuther Fürth, einfach weil es auch ein richtig guter Spieler ist. In der 14. Minute nach einem Konter zum 1:0 fürs Kleeblatt. Sehr schön gemacht. Schöne Flanke an den zweiten Pfosten und er haut ihn rein. Nice one. Nee, oder? 1:1 in der 21. Spielminute. Wegen mir. Das war mein Fehler. What the fuck? Ich habe hier den Torwart rausgeholt, weil ich mal sehen wollte, ob ich das auch machen kann. Weil ich bin ja eigentlich nur ein Spieler hier in der Spielerkette. Und dann fängt er plötzlich einfach an zu lupfen und haut das Ding rein. Das ist nicht dein Ernst, oder? Was für eine Scheiße. Damit habe ich nicht gerechnet. Sorry, Leute. Das war mein Fehler. Der Ball ist im Aus. Und es steht 1:1 zur Halbzeit. Also, ich habe den Fehler gemacht, klar. Scheiße von mir, muss ich echt sagen. Aber nichtsdestotrotz ist Wiesbaden hier aktiver. Ja. Also, die sind richtig, richtig gut. Probieren immer was. Haben auch mehr Schüsse. Das schwaches Spiel bisher von uns. Oh Gott. Eieiei. Eieiei. Das war auch knapp. Boah, Mann, ey. Branimir Gotha an den Pfosten. Bisschen glücklich, der Ball zu ihm gekommen, aber den kann er auch gerne machen. Wir haben nur noch 5 Minuten und es steht immer noch 1:1. Verlängerung, Elfmeterschießen und so. Ja, Fitnessprobleme habe ich jetzt nicht so ganz, aber Bock drauf habe ich auch nicht. Oh. Herr Gotha. So, ich bin hinten Libero zur Absicherung da. Ja, da komme ich sogar zum Einsatz. Und jetzt setze ich auch einfach mal einen Schuss ab. Warum nicht? Es gibt Handelfmeter. Weil ich einen Schuss abgesetzt habe. Leute, ich weiß nicht, wenn ich das ausstellen soll, schreibt es mir mal in die Kommentare. Ich habe keine Ahnung. Ich schaue mir das jetzt mal an. Wenn es denn kommen würde, ich kann auch nicht wegdrücken. Was auch immer das jetzt gerade ist. Leute, das ist FIFA, wie es lebt und lebt. Es passiert gar nichts. Der Spieler hüpft immer noch darum. Ja, Prost, gleich ist Nachspielzeit rum. Wahrscheinlich pfeift er dann ab. Wohin hüpft er denn jetzt? Hä? Hm. Es war halt schon Hand. Aber es war angelegt am Körper. Aber eine aktive Bewegung hin. Strittig. Aber schon eher als der vorhin. Bitte, Herr Gotha, bitte mach ihn rein. Jawoll! 2 Minuten Nachspielzeit, sagt er gerade. Und in der ersten davon machen wir per Hand Elfmeter das 2:1. Yes, Leute! Wie geil ist das denn? Eiskalt in die Mitte. Volle Möhre. Das könnte die Entscheidung sein. Ja, wir werden ausgebuht. Nichtsdestotrotz hören wir auch ein paar jubelnde Fans. Wir sind eine Runde weiter, weil ich einen Schuss abgesetzt habe, der dann zum Handelfmeter bestraft wurde und letztlich reingemacht wurde vom Branimir Gotha. Boah, ist das laut. Was für Pfiffe und eieiei. Also wenn ich mir mal die Karte da oben so angucke, bin ich schon viel unterwegs. So Leute, das war's heute mit der ersten Folge. Es lief unglaublich gut. Ich glaube nicht, dass es in der Trainerkette wie letztes Jahr, ich glaube nicht, dass das so gut gelaufen wäre. In der nächsten Folge haben wir auf jeden Fall spannende Spiele dabei. Vielleicht überspringen wir auch mal das ein oder andere. Mal gucken, ob wir immer eingesetzt werden oder nicht. Ich bezweifle es, vor allem weil wir jetzt 2 Spiele hier hintereinander hatten und auch gut ausgepowert wurden.
Darmstadt, Braunschweig, Düsseldorf, Hamburg. Also es gibt schon einige Kandidaten dabei hier, die in der nächsten Folge auf uns zukommen. Das wird richtig, richtig cool. Also schaltet unbedingt wieder mit ein. Wie gesagt, einen Daumen nach oben da lassen und ein Abo. Das würde mich richtig freuen. Und schaut dann unbedingt beim Zweitkanal, aber vor allem natürlich auch bei der Trainerkette, die heute noch kommt, vorbei. Macht's gut. Bis dahin, haut rein und ciao, ciao.